Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeVola und heute aus unserem neuen YouTube-Studio würden wir Ihnen gerne etwas zu der Pattern-Day-Trading-Regel erklären, weil in letzter Zeit sehr viele Fragen kommen. Wie funktioniert sie eigentlich? Was ist dabei zu beachten? Und dazu würde ich direkt einmal in das Client-Portal springen von Interactive Broker, wo wir einige Trades sehen. Generell sagt die Pattern Day Trading Regel folgendes aus, dass sie in einem Zeitraum von 5 Handelstagen maximal 3 Day Trades durchführen können. Was sind Day Trades? Im Prinzip, was wir hier sehen, jetzt den Verkauf einer Option, ist im Prinzip noch kein Day Trade, solange es am gleichen Tag nicht wieder geschlossen wird. Heißt, wenn ich heute eine Position kaufe oder verkaufe, und das Ganze dann morgen erst schließt, es ist kein Daytrade, es muss am gleichen Tag eröffnet werden und am gleichen Tag geschlossen. Würde bedeuten, wenn ich jetzt eine Position von, nehmen wir mal ein Beispiel, von 200 Aktien des United States Öl Funds kaufe und 100 heute wieder verkaufe, später noch einmal 100 verkaufe, sind dies dann aber schon zwei Daytrades, weil es zwei einzelne Trades sind. Und damit habe ich nur noch ein Daytrade in einem Zeitraum von 5 Tagen frei. Sollte ich morgen diesen dritten Daytrade dann noch durchführen, muss ich dann erst einmal bis zur kommenden Woche warten, bis dann wieder Positionen zu eröffnen sind. Weil im Prinzip weiß der Broker in dem Moment, wenn Sie eine Position nicht eröffnen, noch nicht, ob in dem Moment auch gleichzeitig wieder die Position geschlossen wird. Deswegen ist es immer wichtig, einen Daytrade eigentlich noch frei zu lassen, um so die Möglichkeit zu haben, dann quasi noch einmal eine neue Position zu eröffnen, weil es kann ja rein theoretisch passieren, Sie gehen heute in eine Aktie rein, die fällt bis zum Ende des Tages stark und dann müssen Sie sie schließen. Das heißt, beim Einstieg muss Ihnen eigentlich immer die Möglichkeit noch offen bleiben, dass Sie auch am gleichen Tag das Ganze noch schließen können. Deswegen, sobald Sie die drei Daytrades erreicht haben in einem Zeitraum von 5 Tagen, müssen Sie wieder bis zu dem Zeitpunkt warten, bis Sie den ersten Daytrade gemacht haben. Sprich, wenn ich am Montag zwei Daytrades mache, am Donnerstag den dritten Daytrade, kann ich erst wieder am kommenden Montag handeln, weil dann ist der Zeitraum von den 5 Tagen vorbei und mir stehen wieder zwei Daytrades zur Verfügung. Warte ich bis zum kommenden Donnerstag, kann ich im Prinzip dann komplett wieder drei Daytrades durchführen. Wie kann man das Ganze umgehen? Das kann man relativ einfach, indem man halt andere Produkte wählt. Diese Pattern Day Trading Regel gilt generell für Aktien. Da spielt es auch keine Rolle, in welchem Land Sie sitzen. Das ist eine weltweite Regel. Sie gilt für Optionen, aber Sie können dies natürlich über einen Forex-Handel umgehen, CFDs, die auch für Aktien handelbar sind, sowie auch Futures. Da spielt diese Pattern Day Trading Regel keine Rolle. Oder wenn Sie mit einem Cash-Account arbeiten, also die Pattern Day Trading Regel findet generell nur Anwendung auf Margin-Konten und nicht auf Cash-Konten. Dabei müssen Sie aber beachten, in Cash-Konten ja, gilt das Cash-Settlement. Da muss man da, ja, darauf warten, dass das Geld auch wieder verfügbar ist. Aber rein theoretisch müssen Sie dort nicht die Pattern-Day-Trading-Regel beachten. Also nochmal kurz zusammengefasst, 5 Tagen 3-Day-Trades. Immer wichtig, dass man nicht am gleichen Tag wieder schließt. Bei Teilausführungen, wenn Sie zwei Orders machen, ist das wie gesagt auch als Daytrade, dann als zwei Daytrades zu sehen. Man kann es mit anderen Produkten umgehen oder halt in einem Cash-Account und das sind die Möglichkeiten sowie die Beschränkungen, die beim Pattern Daytrading zu beachten sind. Ja, wie erwähnt, in dem Cash-Account gilt ja die Pattern-Day-Trading-Regel nicht. Um genau die Unterschiede zu sehen zwischen Cash- und Margin-Account, können Sie jetzt unter dem i unser Video zu Cash versus Margin-Account sich einmal in Ruhe anschauen. Dort wird dies ganz genau und detailliert erläutert. Und in Ihrem Konto, sofern Sie jetzt TradeStation Global-Kunde sind oder auch Interactive Broker-Kunde, können Sie dies unter Settings oder besser gesagt Einstellungen und den Kontoeinstellungen dann finden. Wenn Sie da drauf gehen, sollte es in der Regel auf der rechten Seite direkt erscheinen. Hier sehen Sie dann Account Type und dort können Sie das auch ändern. Wichtig für Sie, wenn Sie einen Cash-Account haben, können Sie jederzeit manuell auf Margin-Account upgraden. Die andere Richtung Margin nach Cash sollten Sie sich direkt an uns wenden, sowie auch gern bei allen anderen Fragen
können Sie auf unserer Webseite uns direkt kontaktieren oder auch zu den nächsten Webinaren subscriben. Und wir helfen Ihnen gerne bei den Einstellungen oder geben Ihnen weitere Informationen mit an die Hand, entweder direkt über das Kontaktformular oder sonst über TradeStation Support. Dort können Sie uns gerne eine Nachricht übermitteln. Vielen Dank.